Sandro Spaccaratella, Captain von GC, nach einem wahnsinnig spannenden Finale, Schweizer Meister, was ist das für ein Gefühl? Ja, es ist ein ganz spezielles Gefühl für mich, es ist sensationell. Gerade gegen so eine Mannschaft wie Table Dancers, die die ganze Saison eigentlich an der Spitze waren und auch heute wieder die Top-Leistung gezeigt haben, haben wir können dagegen haben und am Schluss ein bisschen mehr Glück gehabt. Eben, das Glück, und was war sonst noch entscheidend gewesen? Ja, wir haben gewusst, es hat auf beiden Seiten individuell sehr gute Leute. Und es ist ein Hitchcock-Finale gewesen. Was entscheidend war, schlussendlich, schwierig zu sagen, es sind Kleinigkeiten. Ja. Eben, aber die Kleinigkeiten, da gehören auch ein paar grössere Sachen dazu, wie deine 3 Goal. Du hast gerade 3 Goal geschossen in diesem Spiel. Das schaffst du auch nicht oft und dann geht in so einem wichtigen Spiel. Das ist unglaublich. Ja, es ist natürlich umso schöner, das ist klar. Für mich sind die Spiele am schönsten, wo es um die Wichtigen eigentlich, wo es um etwas geht. Und dass es gerade heute geklappt hat und dass ich so viel Goal schiessen konnte, ist schön. Ja. Was bedeutet das jetzt für die Zukunft, gerade für GC im Beachsoccer? Ja, ich denke, das wird nochmal das Ganze nochmal pushen. Auf allen Ebenen bei GC. Es sind jetzt schon viele Unterstützung da gewesen, auch vom Vorstand, von Leuten, die das Beachsoccer eigentlich quasi zum ersten Mal gesehen haben. Und von dem her, das war natürlich heute gute Werbung für den GC Beachsoccer. Also vielen Dank und viel noch schön. Merci mal. Danke vielmals.